Ich bin unterwegs für Hinreisend in Aue und zu Aue fällt mir eins als allererstes ein: Fußball. Der FC Erzgebirge Aue und die Spieler, die werdet ihr in dieser Folge von einer ganz neuen Seite kennenlernen, bei einem Fotoshooting für neue Autogrammkarten. Und außerdem zeige ich euch, dass man in diesem Stadion hier nicht nur Fußball guckt, sondern hier kann man auch heiraten. Richtig romantisch. Los geht's! Hier in Hartenstein, ungefähr 10 Kilometer nördlich von Aue, wurde bis 1991 Uran abgebaut. Bergbau und Fußball, untrennbar von Aue. Und deswegen bin ich hier in einer ganz besonderen Location, Schacht 371. Und hier ist das Fotoshooting mit dem FC Erzgebirge Aue. Und da treffe ich jetzt den Gregor Lorenz. Hallo, Gregor Lorenz. Na, genau, richtig. Hi, Kathi. Hallo. Glück auf. Glück auf. Ja, ich freue mich, in dieser besonderen Location zu sein. Schacht 371. Und wir shooten was heute? Heute sind die Autogrammkarten für den FC Erzgebirge Aue. Ah ja, also alle Spieler. Für die Spieler, alle Spieler, genau. Sind da und bekommen dann ihr Bildchen, bekommen interessante und schöne Bilder. Genau. Okay. Für ihre Fans natürlich. Ich habe tatsächlich den Captain, den Martin Lenner, vor 10 Jahren noch schon hier auf der Anlage fotografiert. Das ist natürlich ganz, ganz interessant und ein paar wenige auch, die das Prozedere auch in den Schächten noch kennen. Ja. So lange schon Haus- und Hoffotograf vom FC Erzgebirge Aue, ja? So ist das. Wir haben einen ganz guten Namen in der Region, sind bekannt und wir haben tatsächlich mit den Sportbildern uns damals in den 90er Jahren durchaus auch Namen gemacht und damals mein Vater noch und ich habe damals die Lampen getragen und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Da bin ich gespannt, dann legen wir mal los, ne? Oh, böse. Lächelt heute. Da sind wir doch, und hat Angst? Ja, noch nicht. Noch nicht. Hallo. Ja, wir sind hier im Maschinenhaus von dem Schacht 371 der Wismut. Der Schacht ist hier drüben, hat eine freie Tiefe von 1090 Meter. Also wenn wir noch Offenwerk kann man da über 1000 Meter runterfahren. Das ist eine von zwei Fördermaschinen gewesen, die sogenannte Köbelmaschine. Ich hoffe, dass viele auch Fragen sich für die Technik und für das alles hier interessieren. Ja. Und vielleicht sind Sie dann auch bereit mal für Untertage, für ein Untertageshooting. Haben wir durchaus auch schon gemacht. Ach ja. Genau. Aber wir fangen sachte an. Wir fangen mit 4, 5 Leuten an. Hier vielleicht eine Rückennummer noch. Denke ich, ist vielleicht ganz gut. Und ihr könnt draußen in dem Bereich warten und wir machen es dann so scheibchenweise her. Die Nummer 40 hat jetzt gerade eine Träne im Auge, oder? Ja, hier? Ja, aber du musst dich noch frei machen, ne? Jetzt? Ja, natürlich. Ja, klar. Bist du zufrieden mit mir? Schau. Ja, besser geht nicht. Ja, du musst ein bisschen den Bauchansatz weg. Und was wäre so ein Fotografentrick, wenn jetzt doch einer mal so ein bisschen nervös ist? Gibt es da Fotografentricks? Den behalte ich für mich. Schade. Alle Spieler und das gesamte Trainerteam. Eine ganz schöne Herausforderung. Aber Gregor schafft es, alle bei guter Laune zu halten. Nach 2 Stunden ist der erste Teil der Arbeit geschafft. Jetzt geht's ins Atelier. Nur ungefähr 5 Kilometer von Aue entfernt ist es seit 1897 in der Hand der Familie Lorenz. Gregor ist die 5. Generation. Das Fotografieren liegt ihm im Blut.
manchmal ist man das schon beim Fotografieren, wenn man das Bauchgefühl hat, so, ja, das ist fertig, es braucht gar keine Nachbearbeitung und manches entsteht aber auch erst am Rechner, ne, mit Probieren. Also das ist so zweigleisig. Also das, wie gesagt, der Moment kommt manchmal ganz schnell und manchmal wächst es auch zusammen. Und manchmal bei Kalenderprojekten oder so, bei Dingen, die man seriell auch arbeitet, dann ergibt sich das große Ganze auch erst später. Ne? Das waren tatsächlich auch mein Vater und Großvater, die ersten Mannschaftsbilder gemacht haben. Weiß ich, wir müssen mal gucken hier, das war damals noch mit Ralf Minge, den beiden Leonhard-Brüdern, Lutz Lindemann, 95 vielleicht, keine Ahnung, im alten Stadion. Da war ich damals so in der Lehrzeit, habe sozusagen die Kameras getragen und die Köpferchen und da ja auch schon so ein bisschen mal mit reingeschnuppert, was das eigentlich angeht. Das war damals schon auch besonders, Fußballmannschaft fotografieren zu dürfen und ja, und dann hat sich es einfach entwickelt über die Jahre. Das war vielleicht aufregend, den Spielern vom FC Erzgebirge Aue mal so nah zu sein beim Fotoshooting. Und bleibt jetzt unbedingt dran. Ich treffe nämlich ein Paar, die haben hier drin geheiratet. Wie ist es wieder hier zu sein, nach einem Jahr ungefähr? Aufregend. Ja, jetzt kommen die Gefühle von damals wieder hoch. Ja. Das Zittern. Ja. Emotional. Ja. Sehr. Doch. Sehr schön, ja. Der Raum hier, das ist ja ein ganz besonderer, oder? Was ist das genau im Stadion? Ja, das ist eigentlich der Spielertunnel oder die Mixzone, wie es genannt wird. Wenn man bedenkt, am Anfang des Spiels sehen alle Trikots und noch sauber aus, aber nach 45 Minuten Kampf dort draußen auf dem Rasen ist natürlich hier, da wird Dreck und alles und Kreuz mit reingeschleppt und sieht sicherlich danach aus, aber wenn man das jetzt immer so sieht hier, wie schön das hergerichtet ist, kaum vorstellbar, dass das sonst der Spielertunnel ist. Wir sind ja schon 7 Jahre zusammen gewesen und da haben wir uns gesagt, es wird jetzt einfach mal Zeit. Und da habe ich meiner Frau einen Antrag gemacht und dann habe ich sie gefragt, Schatzi, ich weiß, dass man im Auerstadion heiraten kann. Was hältst du denn davon? Mhm. Da war ihre Antwort, wenn du dich um alles kümmerst, kein Problem. Jedes Mal läuft noch die Gänsehaut auf. Also wir haben mittlerweile 18 Trauungen hier schon durchführen dürfen, begleiten dürfen. Und jedes Mal ist es wieder ein besonderes Erlebnis. Wir machen die Vorabgespräche, welches Termin, wie viele Gäste kommen. Sind Trauzeugen, ja, nein, wie soll die Sitzordnung sein, darum kümmern wir uns. Und dann gibt es noch verschiedene Pakete mit einer Etage oben drüber mit Sektempfang und dann natürlich auch mit Fotoshooting, ne? Also im Stadion. Rasen ist tabu, aha, können wir leider nicht machen. Ja, gibt verschiedene Gründe, bei dem einen Paar können wir es erlauben, bei dem anderen, weil gerade frisch gedüngt ist, halt nicht. Deswegen haben wir gesagt, gleich von Anfang an, doch können wir leider nicht machen. Der Linus war ja im Bauch, ne, bei ja, der Hochzeit schon. Was ist, wenn er einen anderen Verein später gut findet? Dann ist es halt so. Dann ist das so. Aber es wird nicht so werden. Ja. Wollen wir denn mal ein paar Bilder gucken? Sehr gerne. Können wir machen. Von der Hochzeit? Gerne. Und dann können wir mal noch eins nachstellen, oder? Weil jetzt sind ja vier, jetzt sind sie ja zu viert, noch zwei Kinder, nicht nur eins dabei. Klingt wieder nach einem Job für Gregor. Weit über 500 Hochzeitspaare hat er schon vor der Kamera gehabt. Und so wie Carmen und Frank kommen viele auch danach wieder zu ihm. Schön oder am allerschönsten ist es, wenn man die Hochzeit dann auch so ein bisschen so ein Stück weit auch mit begleiten kann. Viele kommen ja dann auch später mit dem Baby mal oder mit dem Babybauch und man sieht so Familien auch wachsen und begleitet sie auch so ein Stück weit mit. Ne?
dieses Jahr eine goldene Hochzeit fotografiert, Anfang des Jahres. Und die erinnerten sich lebhaft an ihr Fotoshooting in Eibenstock damals im Fotoatelier, das mein Großvater gemacht hat. Und da sagte der so, und dein Großvater, der hat dann gesagt zu dem Bild, ihr beide müsst genau hier oben auf das Vogelhäuschen gucken und dann wird's. Ja, und so, ja, solche Sachen. Und das ist natürlich toll, wenn man dann nach 50 Jahren so solche Geschichten von den Leuten erzählt bekommt. Ne? Das macht mit einem selber schon auch was. Hängen ihre Unterwäsche, die Wäscheleine. Zurück im Stadion ist es endlich soweit. Nach den Hochzeitsfotos gibt es für Familie Joch jetzt Familienfotos zu viert. Kann der Papa mich noch halten? Ja, das ist gut. Ja, dabei. Wow. Klopfen und klatschen. Klopfen und klatschen. Ja, genau. Sauber. Oh, das war schön. Ja. Das war Hinreisend in Aue. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Oder auch ein Abo. Und ich war ja schon mal im Erzgebirge. Das verlinke ich euch hier. Da war ich Downhill fahren. Und das hier, das war auch richtig cool.